Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und nach einer langen, langen Pause zeichne ich mal wieder auf. Ja, war ja jetzt das letzte Mal, als ich aufgezeichnet habe, vor Weihnachten. Dann war das frohe Fest, danach der gute Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich wünsche natürlich auch an dieser Stelle nochmal ein frohes neues Jahr. Und jetzt zu Beginn des Jahres ist es schon wieder ganz gut vollgepackt bei uns. Von daher, ja, jetzt haben wir gerade schon die erste Januarwoche. Und ich komme heute nur dazu, eine Folge aufzuzeichnen. Ich bin jetzt wieder zurück aus dem Urlaub und bin wieder in Hamburg. Aber ich bin heute nur da und habe dann heute auch noch Termine. Und dann werde ich morgen nach München fliegen für 3 Tage. Dementsprechend kann ich nicht großartig aufzeichnen die Tage. Und ich kann jetzt effektiv nur diese Folge aufzeichnen. Das heißt, in den nächsten Tagen wird sehr, sehr wenig Let's Play Ultimate Team und wahrscheinlich auch recht wenig Videos bei uns bei Beepart Gaming kommen. Wir hatten ja schon mal drüber geredet in dem einen Ankündigungsvideo, dass das auch immer wieder mal der Fall sein wird. Das ist jetzt der Fall. So, ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Ich habe jetzt 2 Wochen lang kein Ultimate Team gespielt. Und was ja auch der Fall ist, ich habe gelesen, es gab anscheinend irgendwelche kostenlosen Packs. Irgendwie 30 Kartenpacks oder was weiß ich. Ich habe die leider verpasst, dadurch, dass ich nicht hier in der PlayStation-Nähe war und auch nicht mich über die Web-App eingeloggt habe. Von daher habe ich nur hier mein Season-Ticket-Set. Das werde ich jetzt auch schnell aufmachen. Aber das ist natürlich schade, dass ich anscheinend dieses Pack, da waren Spieler drin oder da waren Karten drin, die konnte man nicht abstoßen, oder die konnte man, nee, abstoßen wahrscheinlich schon, aber nicht verkaufen für Münzen. Schade, dass ich das verpasst habe. 89 Tempo als Stürmer. Den werde ich auf jeden Fall mal auf den Transfermarkt anbieten. Und ja, das Pack hat jetzt nicht so viel gebracht. Eine Fitnesscard und noch eine und ein Chemistry Style, Powerhouse. USA-Wappen, das könnte vielleicht noch was los, oder was könnte noch was wert sein, das könnte ich losbekommen, so rum. Okay, den Rest stoßen wir ab. Und ja, schade natürlich, dass ich da die anderen Packs nicht mitbekomme, also zumindest habe ich das gelesen. Keine Ahnung, ihr könnt immer gerne schreiben, ob ihr da was Cooles gezogen habt. Ich habe auch schon Kommentare gelesen, wo dann Leute geschrieben haben, hier, ich habe, glaube ich, Diego Lopez in Form oder irgendwelche, oder De Gea in Form oder sowas gezogen. Und die kann man dann nicht verkaufen, sondern... Ja, man muss sie eigentlich im Verein behalten. Oder das macht zumindest am meisten Sinn. So, und jetzt müssen wir mal schauen, was ich hier eigentlich spiele. Wir sind momentan in Liga 2. 11 Punkte, das ist okay, aber es ist eng für den Aufstieg auf jeden Fall. Das letzte Mal habe ich mit den Koreanern gespielt, das lief auch ganz gut, bis auf der roten, oder bis auf die rote Karte hier für mein ZDM. Und dann werden wir mit dem neuen Team spielen. Welches ist das neue Team? Am besten mache ich das Team hier, ne? Ja, und die Koreaner auf der Bank. Genauso soll es sein. Das passt hier auch. Und ja, jetzt habe ich hier 2 Wochen lang nicht gespielt. Ich habe das Gefühl, das wird ein komisches Spielgefühl werden. Das schon mal zumindest als Anmerkung oder als Ankündigung, dass das wahrscheinlich gar nicht so einfach wird für mich jetzt zu spielen. Ich weiß ja nicht, so lange Pause habe ich echt schon lange nicht mehr gemacht in FIFA. Auch wenn ich dieses Jahr nicht so regelmäßig spiele. Und natürlich dann auch mit dem neuen Team. Ich weiß, es wird mal Zeit für neue Trikots, habe ich auch dran gedacht, jetzt eben gerade. Aber ich habe gedacht, erstmal jetzt wieder langsam so reinkommen. Und der Gegner mit einem, ja, ich hätte jetzt gesagt BVA-Team, aber nicht BB, was laber ich schon? BPL-Team, aber das ist nicht der Fall. Er hat Diego Costa und Sturridge vorne drin. Danach Witzel, Dembele, Mirallas, Dani. Also hat eine bunte Mischung aus russischen Liga, Barclays Premier League. Serie A ist dann, glaube ich, Mirallas. Weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wo er spielt. Aber gut, wir schauen. Oh, uiuiui, das war ganz schön eng. Eieieiei, das darf mir nicht passieren. Das wird lustig. Ah, stark von Kastan. Oh, der Foot-to-Foot fast an Garay vorbei. Der Ball ist noch heiß. Ei, das wird ein Spiel. Habe ich, sehr gut. Und jetzt umschalten, Schirle. Ablegen auf Tosic. Oh ne, das ist Matic. Aber so weit vorne macht. Sehr schön von Fernandinho. Das hat mir gefallen. Alter! Okay, einmal hier hängen. Jetzt kann es weitergehen. Oh! Ach, scheiße. Da bleibt mein Spieler an Unua hängen. Deswegen läuft er da nicht an ihm vorbei und durch in die Spitze. Dann wäre vielleicht auch der Steilpass gekommen. Kein, doch, ist faul. Können wir auch schnell machen nach oben. Jetzt in die Spitze auf Dumbia und danach, ups,
Ah, komm ich vorbei? Oh, ich hätte schießen sollen, aber ich mach's dann später und du mir mach den Treffer. Ui, die Schusstäuschung war ein bisschen überflüssig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich könnte hier einfach schießen, aber dann irgendwie die Schusstäuschung eigentlich in zwei Spieler rein, aber keiner geht von denen hin. Und damit das 1-0. Sehr, sehr, sehr schön. Das freut mich. Jetzt können wir weiterspielen. Ja. Oh, das soll direkt ein Trick werden. Ihr habt es gesehen, das ist immer das Nervige, was ich echt seit FIFA 14 so schlimm finde. Man kann nicht direkt Tricks eingeben. Oh, fuck. Jetzt ist aber richtig im Tempo-Dribbling. Scheiße. Scheiße. Ah, Kastan macht bis jetzt ein gutes Spiel. Und jetzt, oh, Schürrle bleibt leider hängen. Und der probiert es echt immer extrem über die Tempo-Dribblings. Oh. Onua ist aber sehr offensiv gerade. Das ist ja eigentlich sein Innenverteidiger. Vielleicht können wir dadurch davon profitieren. Ist rum. Ja, geiler Pass auf Konko. Die lange Flanke vielleicht. Ja, der ist frei, der ist frei. Und er kann ihn einfach reinmachen, Marquisio. Ganz lässig aus dem Stand schießt er den ins Tor. Weil er komplett frei war. Da hat man schön irgendwie eine Situation erzeugt, wo Marquisio nicht gedeckt ist. Und das kommt dann auch sehr schön von der Flanke her. Und das läuft doch. Sehr, sehr geil. Ich weiß aber jetzt schon, habe ich eben drüber nachgedacht, ich habe es nämlich letztens unter der Folge mit dem Titel Lululu Lukas Podolski habe ich einen Kommentar von Xboot gesehen oder bekommen. Und der hat da habe ich ihm nur noch geantwortet, da werde ich demnächst mal drüber reden in der Let's Play Ultimate Team Folge. Ich werde das wahrscheinlich nicht heute machen, weil ich merke, dass ich mich doch zu sehr aufs Spiel konzentrieren muss, auch wenn das eigentlich ganz gut zu dem Kommentar passt. Aber, oh, das ist alles frei. Dumbia. Schade, habe ich extra den Reverse Step Over gemacht, um an ihn vorbeizuziehen. Das klappt manchmal auch sehr nice, in dem Fall eher nicht. Aber bis jetzt bekomme ich seine Offensivreihe übelst gut in den Griff. Was gegen Diego Costa auch schon mal anders gelaufen ist. Eieiei. Jetzt rum. Shit. Aber könnte ich vielleicht zurücklegen? Klingt nicht. Kommt vielleicht der Ball in die Spitze? Fuck, den muss ich wegspielen. Scheiße. Nein. Nein. Ach, Kacke. Das war so dumm. Nachdem ich mit Chiellini den Ball abgefangen habe, habe ich so schlecht den Ball weggespielt. Und danach hatte ich trotzdem noch die Gelegenheit, einen Ball reinzukommen. Hier, aber irgendwie habe ich es dann verkackt in der Defensive. Das ist nicht gut. Es war ein viel zu einfaches Tor. Und das ärgert mich immer. Viel zu einfache Treffer für den Gegner sind nie gut. Die Gegner sind mal brutal offen. Das hat mich jetzt gewundert. Deswegen ärgere ich mich ein bisschen, dass ich jetzt den Anschlusstreffer bekommen habe. Warum? Weil er vielleicht jetzt auch nur wieder auf eine Taktik schaltet, womit er wieder defensiver steht oder sicherer steht. Weil ich hätte jetzt nach dem 2-0 weiter locker ausspielen müssen, hätte ich glaube ich locker auch das 3-0 immer geschossen, weil er sehr offen steht. Kommen wir jetzt in die Spitze. Nice. Oh, aber Schürrle hat den Ball. Oh, komm rein. Nice. 3-1. Warum geht's heute so einfach? Ich verstehe es nicht ganz. Zack, hier nochmal an ihn vorbeigelegt, den Ball sehr nice von Schürrle und dann auch irgendwie souverän abgeschlossen. Und damit das 3-1. So muss es sein. Oh, 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 kein Foul. Scheiße, Sturridge im Tempo. Fuck. Ja, vielen Dank. Jetzt auf Tosic. Das wird das 4-1. Nice, wie es läuft. Meine Güte, was ist los? Ich sollte vielleicht häufiger mal 2 Wochen Pause machen. Vielleicht gefällt euch das dann auch nicht so gut, dass dann so wenig Videos kommen. Aber der Gegner geht raus wahrscheinlich. Oh Gott. Und ich weiß eigentlich ganz genau, dass es nicht so dolle daran lag, dass ich gut gespielt habe, sondern der Gegner, bei dem ist nicht so viel zusammengelaufen. Und deswegen weiß ich jetzt schon, dass, glaube ich, das im 2. Spiel, was ich jetzt spielen werde, ist nicht so laufen wird. Also das sagt mir gerade mein Gefühl.
dass ich keine vier Tore innerhalb von 40 Minuten im zweiten Spiel schießen werde. Aber wir lassen uns mal überraschen. Aber das waren natürlich schöne, einfache drei Punkte. Das kann gerne häufiger passieren. Dem Matic müssen wir mal einen Vertrag geben. Und jetzt werde ich nochmal mit dem Team spielen, aber ich glaube, ich werde nicht die Koreaner auf der Bank haben, sondern das andere Team, weil... nein. Weil das andere Team, glaube ich, ist von der Fitness nicht ganz ausgeruht. Richtig. Deswegen machen wir so rum. Aber nice. Trotz Unsicherheit locker souverän drei Punkte eingefahren. Das macht Mut für mehr. Wobei es gar nicht ganz so schlimm war, muss ich sagen, mit der Ungewohntheit. Manchmal halt schon ein bisschen gemerkt. Die Mighty Ducks. Schönes rotes Trikot. Ich glaube, das ist auch das England-Trikot, weil er hat auch das England-Wappen. Da wird er vielleicht ein Barclays Premier League-Team haben. Das ist schon mal korrekt. Und das Team ist mal gar nicht so verkehrt. Das sind schon so mit die besten Spieler in der Barclays Premier League. Aguero, Di Maria, Rooney, Hazard, Sanchez, Wilshere, Kucelny, Kompany, Lloris habe ich, glaube ich, im Tor gesehen. Das ist ein richtig erstklassig besetztes Team. Ausverteidigerposition war, glaube ich, links ein bisschen schwächer von der Wertung her. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es war. Aber das ist ganz schön ordentlich gewesen. Ich hoffe, er kann nicht spielen. Oh ja. Und jetzt wieder. Boah, ist das knapp. Und jetzt. Schade. Ich habe gehofft, er spielt nochmal wieder einen Pass. Kommt jetzt gerade. Oh, schon eine gewisse Unsicherheit. Aber jetzt habe ich mich falsch entschieden beim Rumdrehen. Schöne Bewegung. Aber Fernandinho ist da. Und jetzt. Auf Dumbia, der startet. Dumbia. Schusstäuschung ablegen. Und nee, es hat nicht geklappt. Er hat es nicht genommen, weil der Ball kurz weg war. Ist natürlich schade. Nein, nur. Hatte ich jetzt gedacht, ich verliere wieder den Ball, aber es hat geklappt. Deswegen war ich kurz entsetzt. Erstmal den Ball sichern. Und den Ball laufen lassen. Ah, so kann es laufen. Dumbia startet wieder sehr geil. Oh. Naja, war nicht ganz so geil. Ich hätte kurz gedacht, es wäre geiler. Nice. Nice. Come on, den muss er machen. Scheiße, ich werde mir diesen Spin-Move nie belohnt. Aber jetzt klappt's. Über die Schusstäuschung mal wieder. Ja, der Spin-Move war eigentlich wieder ganz nice. Hatte ich letztens, glaube ich, auch Kommentare dafür bekommen, dass ich ihn nochmal gezeigt habe und ich dann leider das Tor nicht gemacht habe zum Sieg. Aber ich habe nochmal den Spin-Move gesagt, wie toll er geklappt hat. Naja, das war jetzt hier wieder ähnlich. Leider dann hat es vom Winkel her nicht geklappt. Ähnlich war es jetzt auch hier jetzt rum. Glück. Aber dann über den Abpraller. Machen wir noch diesen Spin-Move. Zack. Oh, shit. Jetzt ist er nicht so gut gekommen. Und jetzt drauf hier. Okay. Schön. Oh, fuck. Unter Druck gesetzt. Kastan, der macht ein gutes Spiel. Auch schon wieder hier. Na gut, das war jetzt auch die erste Aktion. Aber er macht heute, hat heute einen guten Tag erwischt. Um es mal so zu formulieren. Den lassen wir uns auslaufen. L2, R2 drücken. Abbrechen. Danach kann das, dann kann der Spieler den Lauf abbrechen. Werde ich vielleicht einen kurzen Quicktrip draus machen. Habe ich ja letzte Zeit, haben wir drei Stück gebracht oder ich habe drei Stück rausgebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob der dritte schon draußen ist, da geht es um die Defensive. Aber schreibt es mal in die Kommentare, 15 Minuten Quicktip zum L2-R2 abbrechen. Und das ist auch ein schöner Abschluss. Weil zum Abschluss wurde nachgefragt, da können wir auch einen Quicktip machen. Und jetzt, zack, nice, auf Fernandinho, der hat Raum. Oh, shit. Wie kommt denn Sanchez da so gut ran? Ist doch gar nicht seine Qualität eigentlich. Sollte man meinen. Komm, dranbleiben, 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 scheiße. Nice, von Chiellini. Oh. Oh, ich kann jetzt rückspielen. Oh, fuck! Chlori bleibt einfach stehen und kriegt den Ball an den Fuß. Oh. Komm, an jetzt die lange Ecke schlägt. Oh, mit dem Außenriss an den Pfosten! Shit! Den hätte ich Vollspann schießen müssen.
Schön ist ein Rechtsfuß wahrscheinlich. Ich weiß ehrlich gerade gesagt gerade nicht so genau. Oh oh. Volles Risiko. Okay, das müssen wir hier abbrechen, weil es zu eng wird. Oh, krass von Coleman. Sehr gut, das gibt Foul. Das ist es wert gewesen. Ich muss mal kurz das... Oh oh. Oh oh. Oh, es... Ihr wundert euch gerade, was ich gerade für Geräusche von mir gebe, aber es geht darum, ich hatte gerade kurz Bedenken, dass ich das Mikrofonkabel rausgerissen habe und ich wusste nicht, zu welchem Zeitpunkt, weil dann hättet ihr lange Zeit mein Commentary nicht gehört, was vielleicht manche gar nicht so schlecht finden würden. Ich eher doof, aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich das Mikrofonkabel nicht wieder rausreiße. Come on, nice, da ist es. Ah, jetzt läuft's aber heute in dem. Jetzt so, aber ich muss jetzt erstmal das Kabel umlegen, damit das nicht passiert. Aber das hat gut geklappt mit der Schusstäuschung, quasi angetäuscht, dass ich die Richtung ändere, aber weiter wieder gerade dann in die Richtung gelaufen, wo ich den Ball auch annehmen wollte. Also der doppelte Fake quasi mit der Schusstäuschung. Und damit das 2:0. Ich bin zufrieden, wie es läuft. Irgendwie, ich glaube, ich spiele mal komplett anders, als ich das vor 2 Wochen gemacht habe, was vielleicht mal gar nicht so verkehrt ist. Shit. Nein, nein! Weiterlegen. Da war mehr drinne. Habe ich auch. Legen. Jetzt auf Dumia. Weiter. Oh, shit. Aber es ist kein Abseits. Krass. Oh, schöner Einsatz von Matic. Lol, wie der Ball durchkommt. Kriegt er den geköpft? Ja, kriegt er. Aber das ist natürlich ein einfacher Fang für Lloris. Oh, ich wusste, dass er genau da in die Richtung ändern wird. Oh, shit. Und ich leider vorbeitacke. Was ist das jetzt hier? Pfiff für mich, ne? Nice, sehr schön. So, bis jetzt läuft's echt gut. Oh. Oh oh. Das war nicht gut gemacht. Das war ganz und gar unsouverän von mir gerade gelöst. Nein, nein, nein. Foul? Nee, kein Foul. Kastan wieder dazwischen. Sehr schön. Jetzt können wir vielleicht wieder umschalten. Ja, nice. Was für eine Grätsche von Kocheni, die war so super wichtig. Oh, Fernandinho sauber reingekommen. Leider den Ball nicht so sauber rausgespielt. Also, dass er nicht auch den habe. So, erstmal Tempo aufnehmen hier. Ja. War ein bisschen dusel, wie ich damit Dumia in die Schussposition komme, weil er eigentlich schon dran war. Aber ich glaube, was ich vielleicht ein bisschen anders mache. Boah, 93% Passgenauigkeit, 60% Ballbesitz, kein Schuss zugelassen. Was ich auch ein bisschen anders mache, glaube ich, ich schieße einfach mal schneller. Oh. Okay, hier kommt sehr glücklich durch der Ball. Fuck, ich habe ihn noch. Ja, warum nicht? Shit, Alter. Wie es rennt. Meine Güte, wie ich da durchtanke. Und dann zack, nochmal die letzte Schusstäuschung und danach durch gewesen. Und super Abschluss dann auch von Dumbia. Ah, ich bekomme gerade richtig Bock, mal was anderes zu machen. Und es funktioniert einfach mal. Das ist natürlich... Ui, den nimmt er leider nicht an.
Auch mal ganz nett. Es funktioniert, was ich probiere. Der Gegner ist, glaube ich, jetzt sehr verunsichert, weil ich jetzt unglaublich... Ich variiere gerade einfach unglaublich stark, was ich mache. Und ich glaube, dadurch hat er Probleme... Oh, das war geil. Dadurch hat er Probleme. Jetzt will er gleich nach innen ziehen. Oh, macht er sehr schön variiert. Aber Kastan ist mal wieder da. Der fällt in der Brandung. Diesmal mit dem Block. Fuck, den kann er jetzt reinschießen. Kann er reinschießen, kann auch mitten aufs Tor schießen und Danovic mit einer Flugparade den dann einfach rausklatschen lassen. Okay. Huiuiui, jetzt kommt der Gegner aber auch nochmal druckvoll vors Tor. Mit einer Serie von Schüssen. So, und jetzt hier zum Beispiel sieht man, dass dieser Spieler eigentlich da, den ich anvisiere, den zweiten quasi in der zweiten Reihe, komplett frei steht. Also zumindest 5 Meter um sich herum Platz hat. Deswegen ganz leicht anschippen. Und dann kriegt er den Ball eigentlich so, dass die Gegner nicht mehr rankommen können. So muss es sein. Der Gegner hatte echt hart zu kämpfen. Nice. Oh, jetzt mache ich aber auch dumme Sachen teilweise. Hat jetzt eben die ganze Zeit schön geklappt und jetzt freue ich mich so und jetzt will ich es übertreiben und danach gelingt es mir gar nicht. Jetzt durchlegen, ja. Schade, ich wollte jetzt direkt chippen. Den springenden Ball und hoffen, dass der Gegner gerade den Torhüter einfach rausholt. Ist dann aber nicht durchgekommen, der Chip. Muss ich auch nochmal den Standardschützen ändern. Wollte gerade sagen, Lori, das ist eigentlich dein Ball. Hat lange gezögert irgendwie. So, da kretsche ich immer ganz gerne. Um quasi schön breit zu verhindern, dass der Gegner mir vorbeikommt. Weil er gerade in dem Moment auch sehr schlecht die Richtung ändern konnte, weil Druck von der anderen Seite gekommen ist. Ah, leider ist Dumi ja kurz hängen geblieben und dann auch keinen guten Passwinkel gehabt. Der Abwurf eher so sehr optimistisch. Fuck. Schürrle mit... Oh, jetzt wird's aber... Ganz schön eng, aber die Verteidigung, die macht heute echt einen guten Job. Kommt immer irgendwie dazwischen, so muss es sein. Ui, ui, ui. Kein Foul, aber dann nehme ich ihn einfach mit. Sehr schön. Das ist aber faul. Es stellt er sich sehr gut auf mich ein, muss ich sagen, in der Defensive. Macht das besser oder ich mache es vielleicht auch nicht mehr ganz so gut wie vorher. Das macht natürlich einen schönen Pass. Und damit Handanovic konnte sich nochmal auszeichnen im 1 gegen 1. Jetzt hat er natürlich ein bisschen Pech. Er erwartet sich jetzt die Chancen, erwartet sich gute Chancen. Kann sie aber nicht nutzen. Hat das Timing jetzt nicht gestimmt. Von dem Heel-to-Heel. Boah, geiler Ball. Yo, Di Maria zwar mit dem schwachen Fuß, aber den hat er so geil durchgesteckt. Ich hatte eine Idee, wie er ihn durchstecken wird, aber ich konnte dann nicht mehr reagieren oder rechtzeitig meinen Spieler den Pass wegstellen. Jetzt müssen wir uns noch mal ein bisschen konzentrieren. Haben noch hier 12 Minuten plus Nachspielzeit und es sind jetzt nur noch 2 Tore. Das lief die ganze Zeit sehr gut. 40, 50, 60 Minuten ungefähr und danach ist der Gegner besser ins Spiel gekommen. Ist nicht im Abseits. War er auch nicht. Aber trotzdem kriegt er den Ball nicht. Komm einmal hier lang. Boah, geiler Ball. Oh, schade. Tor ist zwar frei, aber ich habe natürlich gar keine Gelegenheit aufs Tor zu schießen. Oh, das könnte meiner sein. Den jetzt erstmal sichern. Genau. Ja,
Ja, was für ein hässliches Tor, weil ich aus der Schussposition schieße mit Dumbia, wo ich ihn einfach super selten reinmache. Aber er lässt ihn zumindest mal klatschen. Darüber wollte ich, glaube ich, vorhin mal kurz reden, aber ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Ich schieße gerade an der heutigen Episode einfach mal ein bisschen mehr. Und dadurch entstehen natürlich solche Situationen, wo der Torhüter doof abklatschen lässt und ich danach gegebenenfalls die Chancen bekomme oder vielleicht auch direkt die Treffer mache. Oh, scheiße, Mann. Oh, Mann. Der Rainbow irgendwie leider zeitlich zu versetzt. Warum er dann beim Gegner landet. Bis dahin war es natürlich sehr nice, wie ich mit Tose... Oh. Jetzt geht's hier aber richtig rund. 88. 2-4 nochmal. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwer noch für den Gegner das Spiel zu drehen. Aber warum kommt denn der Pass so sauber durch? Naja, wir nehmen jetzt mal ein bisschen Dampf hier raus. Wollen jetzt nicht noch unnötig Geschwindigkeit ins Spiel reinbekommen. Kriegen uns nämlich nichts. Oder wir machen einfach noch das 5-2, aber Lori ist da. Nach vorne köpfen. Nice. Ja, oh, der ist so meilenweit im Abseits. Hat leider der Pass so ein bisschen lang verzögert. Komm, schnell nach unten. Oh, dann noch schnell nach oben. Oh, vielleicht noch einen. Ja, ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen aus der Distanz schießen. Vielleicht kommt da ein richtig schöner Schlenzer bei raus. Ist eher nicht so der Fall gewesen. Dori eher konnte sie sehr schön auszeichnen. Und ich denke, jetzt haben wir es, glaube ich, dann auch so gut wie sicher geschafft, wenn wir jetzt nicht noch direkt den nächsten Treffer kassieren. Oh meine Güte, ich dachte eben gerade, der geht sogar noch rein. Dann hätte ich noch eine Chance bestanden, dass er es schafft. Oder jetzt noch? Jetzt ist es durch, denke ich. Können wir nach vorne kloppen. Dumbia. Kommt da nicht mehr ran, weil der Schiedsrichter abpfeift. Und damit eine sehr von den Ergebnissen her erfolgreiche Folge. Und ich habe mich geirrt. Ich habe gemeint, ich werde wahrscheinlich im zweiten Spiel keine 4 Tore schießen. Ist mir aber gelungen. Deswegen bin ich natürlich überrascht und positiv überrascht, weil das sind die nächsten 3 Punkte. Und das ist eine Ausbeute, mit der ich heute, jetzt muss ich ganz ehrlich so sagen, nicht gerechnet hätte, dass mir das so gut gelingt. Mal sehen, ich werde vielleicht nochmal das 2-0 zeigen von Schürrle. Weil das ist so ein bisschen advanced von der Technik her, weil, also hier erstmal natürlich komme ich sehr, sehr nice mit Dumbia durch. Erst hier die Übersteiger oder die Körpertausch schon weg und danach den Spin-Move, zack, der klappt immer gut. Danach wieder nach innen und jetzt auf Schürrle abgelegt. Und normalerweise sieht man häufig von mir, dass ich jetzt eine Schusstäuschung mache zur Ballannahme. Das mache ich ja auch und drehe mich nach oben oder nach links oben weg aus dieser Perspektive her. Aber was ich mache ist diesmal, ich nehme ihn weiter in die Richtung an und dadurch komme ich auch am Gegner vorbei. Ist natürlich nicht ganz optimal, weil man sieht, dass hier dieser Spieler irgendwie noch der Dreier so ein bisschen Schlagdistanz ist. Er kommt aber letztendlich nicht ganz ran und ich schieße hier mitten aufs Tor, glaube ich. Was nicht ganz optimal ist, aber aus der Position mit Schürrle ist es dann nicht ganz so wichtig. Aber hier normalerweise, wie gesagt, mache ich die Schusstäuschung oder häufig mache ich die Schusstäuschung nach hinten weg. Hier mache ich sie ganz bewusst in die Richtung. Dadurch habe ich den Gegner ganz gut aussteigen lassen. Ich muss abwarten, verteidigen, läuft dann hier an mir vorbei und ich kann ihn voll draufrohren. Das ist halt so eine Möglichkeit, wie man die Schusstäuschung zu Ballannahme auch variieren kann. Und ich glaube, das Tor mit Dumbia, das sieht man gar nicht mehr ganz, weil es einfach ein Lauf war, der locker irgendwie 15 Sekunden gedauert hat, schätze ich jetzt mal. Jo, das hat gut geklappt, das hat mich gefreut. Und jo, 6 Punkte eingesackt. Jetzt haben wir, glaube ich, schon 17 Punkte. Sehr nice. Das heißt, mit einem Unentschieden steigen wir auch schon sicher auf im nächsten Spiel. Aber es ist trotzdem recht knackig, muss ich sagen, wenn ich mal gerade so schaue. Ich habe nur noch 3 Spiele verbleibend. Und ich muss einen Sieg, einen Unentschieden holen. Das heißt, ich darf noch einmal jetzt verlieren und ja, muss auf jeden Fall nochmal gewinnen jetzt. Das ist zumindest für den Titel der Fall. Aber wenn es so läuft wie heute, dann schaffen wir das auf jeden Fall. Und danach geht's richtig rund in Liga 1. Aber so weit sind wir noch nicht. Und das, damit wir so weit kommen, dafür müssen wir in der nächsten Episode nochmal kämpfen. Und natürlich im besten Fall mit dem Titel. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Und dann, wie gesagt, tut es mir ein bisschen leid, dass jetzt in den nächsten Tagen sehr wenig Videos kommen. Das liegt einfach an den Sachen, dass jetzt ich gerade nicht in Hamburg sein werde. Bin jetzt gerade hier für 2 Tage zurück, muss jetzt dann wieder zurück direkt nach München fliegen für ein paar Tage. Aber gut,
Das ist nun mal so, das hatten wir so angekündigt. Das soll es für heute gewesen sein. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Auch so nicht schlecht von Ihnen. Was ist denn hier los? Ja! Ist klar!